Herzlich willkommen, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge unserer Bosch Rexroth Espresso Talks. In unseren Espresso Talks zeigen wir Ihnen in kurzen, circa 10 Minuten Videos spannende Informationen zu Herausforderungen, Trends und Bosch Rexroth Lösungen, heute im Bereich der Assembly Technology und dabei im Speziellen im Bereich der Batteriefertigung sowie im Bereich des Battery Recycling. Dafür bin ich nicht alleine hier. Ich habe Verstärkung dabei. Sebastian steht bei mir. Sebastian, stell dich doch mal ganz kurz vor. Hallo Max, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Sebastian, komme aus der Bosch Rexroth Entwicklung und kümmere mich dort mit meinem Team um die Entwicklung von innovativen Produkten und Lösungen. Einer unserer Schwerpunkte ist die Batteriefertigung von der Zelle bis zum Recycling. Super, schön, dass du heute mit dabei bist und auch schön, dass Sie heute mit dabei sind. Wir befinden uns hier im Bosch Rexroth Kunden- und Innovationszentrum in Ulm. Und falls Sie mal Interesse an einem Besuch dieses Standorts haben und beispielsweise unsere Modellfabrik im Untergeschoss besichtigen möchten, dann sprechen Sie doch gerne Ihren Bosch Rexroth Ansprechpartner an. Der hilft Ihnen dann gerne weiter. Super, in dem Sinne würde ich sagen, holen Sie sich einen Espresso und wir legen direkt los. Sebastian, Thema Battery Fertigung und Battery Recycling. Vielleicht starten wir mal bei den Basics und erklär uns doch mal so ein bisschen die Wertschöpfungskette und mit was für Herausforderungen man es im Bereich der Batteriefertigung zu tun hat. Ja, wenn wir hier einen Blick auf unsere Grafik werfen, dann sehen wir den kompletten Prozess. Das beginnt mit der Rollenabwicklung der Folien, danach die Zellfertigung. Die Zellen werden dann zu Modulen zusammengefügt, anschließend in einen Pack eingebracht, der Pack dann getestet und danach mit dem Fahrzeug verheiratet. Und um diese Prozessschritte kümmern wir uns. Hier haben wir hocheffiziente Automatisierungslösungen im Angebot. Herausforderung dabei ist, den Materialfluss, die Intralogistik und die notwendigen Informationen zusammenzuführen. Und genau das ist uns an verschiedenen Stellen sehr gut gelungen. Super, du sprichst es schon an. Wir sind nicht ganz neu in dem Bereich, haben ganz im Gegenteil schon einiges an Erfahrung und wenn ich recht informiert bin, auch schon viele Patente in dem Bereich angemeldet. Richtig, die Bosch-Gruppe beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit dem Thema Batterie und die innerhalb der Bosch-Gruppe Bosch Rexroth insbesondere mit der Fertigung. Und wir können Stand heute auf ein Portfolio von mehr als 1500 Patenten zurückgreifen, in denen unser Wissen vorliegt. Also das ist eine ganze Menge, mehr als 1500 Patente. Sehr gut. Dann vielen Dank für den ersten Überblick. Jetzt wollen wir ein bisschen mehr über Lösungen, denn nur über Herausforderungen sprechen. Und wir beginnen, würde ich sagen, am Anfang des Prozesses bei der Zellfertigung. Da geht es ja eher so kurze Zykluszeiten, ne? Was haben wir denn da in dem Bereich? Die Zellfertigung ist eine typische Kurztaktanwendung. Hier haben wir mit unserem Produkt, dem Active Mover, ein ideales System zur Verfügung. Der Active Mover kombiniert Strecken mit Kurveneinheiten, die mit vertikal eingebauten Linearmotoren angetrieben werden. Die einzelnen Werkstückträger können damit schnell und effizient den Prozessstationen, die drumherum angeordnet sind, zugeführt werden und dann auch in mehrere Stationen nacheinander. Und so haben wir ein hocheffizientes, hochproduktives System, insbesondere für diesen Anwendungsfall. Hocheffizient, hochproduktiv, das klingt gut. Und nicht zu vergessen in dem Zusammenhang auch unser VarioFlow Plus, unser Kettenfördersystem, mit dem man sehr flexibel, kostengünstig und vor allem auch schnell über lange Distanzen im Werk Materialien transportieren kann. Jetzt ist es aber so, wir schreiten weiter fort im Prozess. Zellfertigung lassen wir ein bisschen hinter uns, gucken jetzt mehr in Richtung Modul. Da steigen ja vor allem die Gewichte, die gehandelt werden müssen. Wie können wir das angehen? Ja, wie eingangs ausgeführt, ist der Materialfluss ein ganz entscheidendes Thema innerhalb der Batteriefertigung. Wir haben zum Beginn der Produktion geringe Gewichte und werden dann immer schwerer. Mit unseren Produkten TS2 und TS5 können wir diese Gewichte bis zu 400 Kilo ideal abdecken. Wir haben hier hochmodulare, hocheffiziente Systeme, die dann auch entsprechend den neuen Anforderungen angepasst werden können. Wir haben in dem Bereich der Batteriefertigung auch immer wieder das Thema, dass wir hier in Reinräumen unterwegs sein müssen. Das TS5 beispielsweise
erfüllt die Anforderungen der Reinraumklasse 8. Super, also da auch auf alle Anforderungen bestens vorbereitet. Jetzt ist es aber so, ich kenne die fertigen Packs dann doch als wirklich sehr große und schwere Batterien, die also auch ganz leicht mal in Richtung eine Tonne oder noch mehr wiegen können. Wenn du sagst, das TS5 hört bei 400 Kilo auf, wie geht es denn darüber hinaus noch weiter? Diesen Trend haben wir schon vor einigen Jahren erkannt und sind jetzt in der glücklichen Lage, unser TS7 in den Markt einführen zu können. Hier können wir großflächige Batteriepacks, wie sie etwa in schweren SUVs oder auch in leichten LKW zum Einsatz kommen, mit Stückgewichten weit über einer Tonne sicher und präzise befördern. Auch hier erfüllen wir die Anforderungen der Modularität, der Effizienz und sind dadurch auch weltweit einsetzbar. Und können wir das dann auch, wenn die Anforderungen, sage ich mal, noch etwas spezieller werden, Stichwort Trockenraum beispielsweise? Das Thema Trockenraum ist insbesondere in der Zellfertigung ein ganz großes Thema, weil es sehr hohe Anforderungen an die verwendeten Kunststoffe stellt. Hier sind wir in der Lage, insbesondere in unserer Lineartechnik, verschiedene Komponenten anzubieten, die diese Anforderungen erfüllen. Ich denke da an unsere Produkte im Bereich der Linearführung, Kugelgewindetriebe, einbaufertige Linearachsen oder auch Aktuatoren. Super, also ganz wichtig hier für unsere Kunden. Wir bieten hier Konsistenz über das ganze Portfolio hinweg, was die Anforderungen angeht. Zu guter Letzt braucht man natürlich für jede gute Anlage, für jede gute Linie braucht man ein Herz, ein Hirn, was alles zum Leben erweckt. Control-X Automation, unsere neue Automatisierungsplattform, ist in dem Zusammenhang ja ein ganz heißes Thema. Könntest du da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen? Ja, die Automatisierungsplattform Control-X hebt die klassischen Grenzen der zwischen Maschinensteuerung, IT und Internet der Dinge auf. Wir verwenden das Echtzeitbetriebssystem Linux, haben eine App-Programmierung, offene Standards durchgängig und es führt dazu, dass wir in der Komponenten- und in der Applikationsentwicklung mit 30-50% weniger Aufwand zu tun haben. Also eine sehr effiziente, sehr innovative Automatisierungsplattform. Und zukunftsgerichtet auch eben durch die Echtzeitfähigkeit, durch die Offenheit. In dem Zusammenhang sagt man auch gerne mal two steps ahead. Ich glaube, das ist wirklich, das leben wir hier mit der Control-X-Plattform. Und jetzt hast du es gerade gesagt, auch bei der Applikationsentwicklung. Das ist ja ein ganz spannender Bereich dann auch für viele Endkunden, die mehr an einer schlüsselfertigen Lösung interessiert sind, denn an der einzelnen Komponente. Wie sieht unser Ansatz da im Lösungsgeschäft aus? Im Lösungsgeschäft sieht unser Ansatz aus, dass wir unsere Komponenten zu Lösungen integrieren, die wir dann über unsere Partner, den verschiedenen Betreibern der Anlagen zur Verfügung stellen. Ich denke hier an Lösungen im Bereich der Schweiß- und Fügestationen, des End-of-Line-Testing, aber auch Werkerführung im Bereich der Packfertigung. Super, also auch da bestens aufgestellt. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch mal zu einem ganz, ganz wichtigen Thema. Und zwar, jede Batterie hat natürlich nur einen begrenzten Lebenszyklus. Das heißt, die große Frage, was passiert danach? Was passiert im Fall des Recyclings? Wäre ja wünschenswert, wenn man bestimmte Materialien wiedergewinnen kann. Und auch da sind wir ganz im Sinne der Control-X Automation two steps ahead. Haben schon einige Erfahrungen gesammelt. Was denn genau? Hier möchte ich dir ganz kurz einen Einblick geben in unsere Lösung für das Batterierecycling. Wir beschäftigen uns auch schon seit über 2 Jahren intensiv mit dem Thema und sind heute in der Lage, hier verschiedene Lösungen anzubieten. Im Moment haben wir noch die Herausforderung, dass wir mit steigenden Stückzahlen und hoher Varianz umgehen müssen. Die Packs kommen nach mehreren Jahren auf der Straße zur Verwertung. Der erste Schritt ist es, hier eine klare Diagnose zu machen. Es entsteht ein digitaler Zwilling, der den weiteren Zerlegeweg vorzeichnet. Nachdem wir die Packs analysiert haben und bestimmt haben, welchen Zustand sie haben, werden wir schrittweise die weiteren Zerlegeschritte automatisieren. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Entschrauben der Deckel, was automatisiert erfolgt. Wir nutzen hier künstliche Intelligenz, um die Schraubposition und den Zustand der Schraube zu erkennen, um dann zu entscheiden, kann ich es mit einem Bohrer oder mit einem Schrauber die Schraube entfernen. Sobald dann dies geschehen ist
und der Deckel heruntergenommen wird. Das Ganze kann man natürlich mit unseren TS-Systemen verketten, TS7 für die Packs, danach auf der Modulebene mit TS5. Haben wir die Möglichkeit, ebenfalls über unsere Control-X Automation-Plattform die Energie, die dort noch enthalten ist, zurückzugewinnen, sei es, um sie in der Anlage einzusetzen oder dann auch ins öffentliche Netz einzuspeisen. Sobald dies geschehen ist, ist der nächste logische Prozessschritt die Zerlegung der Packs in die einzelnen Fraktionen, sei es jetzt Kupferkabel, sei es jetzt die Batterie-Management-Komponenten oder eben dann auch die Module. Hier bieten wir spezifische Werkeassistenzsysteme an, die eine hohe Arbeitssicherheit und eine hohe Effizienz ermöglichen. Sobald die Zerlegung erfolgt ist, können wir die Module weiter tiefentladen bis zur chemischen Inaktivierung der Zellen und danach können sie gefahrlos einem Schredderprozess oder einem sonstigen Verwertungsschritt zugeführt werden. Damit endet unsere Lösungswelt und die einzelnen Materialien stehen dann im Sinne einer Kreislaufwirtschaft der Wiederverwendung zur Verfügung. Super, also es freut mich zu hören, wie weit wir da schon sind bei diesem wirklich ganz, ganz wichtigen Thema. Und an der Stelle auch vielen Dank, Sebastian, dass du heute uns hier diese spannenden Einblicke gegeben hast. Ich glaube, es war für viele etwas dabei. Wir haben gesprochen von der Zellfertigung bis zum Battery Recycling, von der Komponente bis zur Lösung. Ich glaube, da war wahnsinnig viel dabei. Vielen Dank, Sebastian. Sehr gerne, Max. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Meine Kollegen und ich freuen uns, wenn Sie etwas gefunden haben, das Sie mit uns vertiefen wollen. Und bitte kontaktieren Sie uns jederzeit. Und vielen Dank, Max, für die Möglichkeit. Genau. Und wir freuen uns, Sie, wie eingangs erwähnt, schon mal hier begrüßen zu dürfen irgendwann. Sie sehen, wir sind hier im Büro, hier wird gearbeitet, hier gibt es auch mal ein bisschen Lärm. Aber ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich habe mich gefreut, dass Sie mit dabei waren. Und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie wieder bei der nächsten Bosch Rexroth Espresso Talk Runde mit dabei sind. In dem Sinne, vielen Dank und bis bald. Ciao. Wiedersehen.